ein paar Sätze zur aktuellen Situation. Wir wären niemals, auch als Österreich, nicht in der Situation, wenn Österreich in den letzten 30 Jahren aktiv Neutralitätspolitik betrieben hätte. Das ist ein Versäumnis, das sträflich ist. Das ist gegen die Verfassung gerichtet. Neben mir steht Wendelin Edmeyer, ehemaliger Nationalratsabgeordneter, Politiker, Diplomat und Patriot. Und es ist eben auch das bürgerliche Lager, das das sehr gut kennt und seine Positionen hat. Bitte, Herr Edmeyer. Danke, danke vielmals. Ich glaube, wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir uns zur österreichischen Neutralität bekennen, weil wir dafür sind, dass die österreichische Neutralität für unser Land auch in Zukunft gelten soll, weil sie eben Teil unserer nationalen Identität ist. Jetzt bin ich natürlich gefragt worden, warum ich als konservativer und langjähriger Abgeordneter der ÖVP überhaupt mit Linken und mit anderen Parteien hier demonstriere für die Neutralität. Meine Damen und Herren, meine Antwort ist klar. Die Neutralität ist nicht Sache einer Partei. Die Neutralität ist Sache des ganzen Landes. Bravo! Bravo! Die Neutralität berührt unser Gemeinwohl. Es ist richtig, die Neutralitätspolitik hätte vielleicht besser sein können, aber sie wurde vor 70 Jahren beschlossen und insgesamt haben wir in den letzten sieben Jahrzehnte der Sicherheit und des Friedens gehabt. Und für mich bedeutet Neutralität Sicherheit und Frieden und Aufgabe der Neutralität bedeutet keinen Frieden und Krieg. Und ich glaube, da ist die Alternative ganz klar, die Neutralität. Vielleicht noch zwei Sätze. Jetzt gibt es Leute, die sagen, wir sollen mehr rüsten, sollen Militärallianzen beitreten, damit wir auch Krieg führen können. Alle Kriege der letzten Jahrzehnte waren ein totales Desaster. Und alle Kriege der letzten Jahrzehnte waren so ausgerichtet, dass die offizielle Propaganda überhaupt nicht gestimmt hat. Das war so bei Vietnam, das war dann so beim Irak, wo man gesagt hat, man sucht Massenvernichtungswaffen. Das war dann so in Afghanistan, wo man gesagt hat, wir müssen dort einmarschieren, sonst kämpfen die Taliban auf der Kärntner Straße. Und genauso ist es jetzt in der Ukraine ein Desaster. 100 Millionen sind schon geflohen, Hunderttausende wurden schon getötet. Und die ganze offizielle Propaganda, die diesbezüglich verbreitet wird, ist genauso falsch wie bei den anderen Kriegen. In diesem Sinne glaube ich, für uns kann nur ein Motto gelten, wir treten ein für Neutralität, denn Neutralität bedeutet Frieden und Sicherheit. Danke.